So, die Pferde rücken ein. Diese Information habe ich bekommen über Funk, über die Rennleitung. Also die Spätentschlossenen haben jetzt keine Chance mehr zu wetten, denn die Pferde sind auf der Reise und haben schon 200 Meter hinter sich. Dort in der Gegenseite sind sie aufgetaucht. Guter Start der Favoritin Vila Harzburg. Führt dort gemeinsam mit Lucky Eye an der Innenseite und außen flankiert von Accountech. Diese drei sind in Vorderlinie auszumachen, Mitte gegenüber. Viertes Pferd dann Restructured, außen begleitet von Zensi. Außen daneben wiederum Views Sabil auszumachen. Und dann eine Lücke von drei Längen bis zu den letzten beiden, bis zu Vogel, außen flankiert von Garuva. So sind sie um den kleinen Knick in der Gegenseite herum, die Kandidaten zum zweiten Rennen. Und die Spitze jetzt bei Lucky Eye unter Sibylle Vogt. Lucky Eye führt vor Wheel of Harzburg in zweiter Spurenposition. Dahinter sehen wir dann an dritter Stelle außen galoppierend, weiterhin dicht auf. Die Nummer 1, Accountech. Dahinter dann Zensi außen galoppierend, mit innen Restructured. Dann Zensi View Sabil hat ein bisschen Boden eingebüßt dort, oder Position eingebüßt, ist weiterhin dicht dran. Mit Voga an der Innenseite und Garuva außen daneben an letzter Position. So ist der Dahlwitzer Bogen in diesem Augenblick erreicht. Und Lucky Eye mit der Führung. Lucky Eye führt vor Wheel of Harzburg mit Accountech an dritter Position. In dritter Spur galoppierend, innen kurzer Weg für Restructured. Außen begleitet dann von Zensi an fünfter Position vor View Sabil mit Voga an der Innenseite und Garuva. So kommen sie in diesem Augenblick in die Zielgerade hinein, 500 Meter noch bis zum Ziel. Die Führung an der Innenseite bei Lucky Eye. Der Angriff kommt jetzt hier von Vila Harzburg und hat hier erstmal den Kopf in Front geschoben. Vila Harzburg vor Lucky Eye. Dahinter verbessert sich View Sabil mit außen Zensi. Dahinter dann Accountech. Aber vorne sehen wir Vila Harzburg. Vila Harzburg gleich an der 200-Meter-Marke vor Lucky Eye. Bleibt hier hartnäckig dran und View Sabil verbessert sich hier Stück für Stück und kommt immer näher. Vila Harzburg oder View Sabil, die letzten 120 Meter. Vila Harzburg. View Sabil wird schneller, kommt näher und näher heran und zieht noch vorbei. View Sabil gewinnt das Rennen. View Sabil gegen Vila Harzburg, dann Abstand groß bis zu Lucky Eye auf dem dritten Platz vor Zensi mit Voge, vor Accountech Abstand zu Garuva und letzter ist Restructured. Zum zweiten Rennen zum Preis der Hochbaugesellschaft St. Albertus Bauhütte. Der Sieg geht an die Programmnummer 5 an View Sabil, geritten von Eduardo Pedrosa. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 6 Vila Harzburg. Drittes Pferd die Nummer 3 Lucky Eye. Vierter war die 8 Zensi, fünfter die 7 Voge. Vorläufig zum zweiten Rennen die 5 vor der 6, der 3, der 8 und der 7. Wir sahen einen schönen Endkampf und den Sieg in diesem tollen Endkampf hat sich gesichert. Die Programmnummer 5, View Sabil, geritten von Eduardo Pedrosa. Eins steht fest hier in Hoppegarten, wenn Eduardo Pedrosa gewinnt, dann ist der Applaus immer noch so ein Ticken lauter. Eddie, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Thorsten. Wir versuchen es natürlich für die noch junge Stute so leicht wie möglich zu machen. Du wolltest diesen Sieg natürlich unbedingt. Gib uns ein bisschen so das Feedback, was die Stute dir gegeben hat unterwegs. Da muss ich ehrlich sagen, talentierte Stute. Unterwegs hat er einen guten Start gehabt, aber dann fällt er ein bisschen zurück. Das ein bisschen aufgrund der Erfahrung. Guckte mir ein bisschen, musste immer ein bisschen unterwegs unterstützen. An der Gerade haben wir schon toll reagiert und immerhin immer den kommenden Distanz immer besser entzogen.
Und natürlich wollen jetzt alle wissen, Nennung für die Oaks ist da. Hat sie das Zeug dazu? Ja, sicher. Ne? Ich denke mal, schon sollen wir die weitere Distanz besser zurückkommen. Und dann ja, werden wir mal was backen. Immer. Eddie, jetzt genießen.